Scheiße, wo der Trash nice. Ja, nächste Woche. Der nächste Woche fängt ja Season 7 an, habe ich gehört. Du hast immer eine ganze Menge. Leute, meine Frage. Ist es richtig, dass hier jetzt Betten stehen? Ja, hier genau, stehen Betten und dann dir die nächsten. What the fuck? Oh, gut. Ah, na egal. Soll uns nicht interessieren. Haut rein. Tschüss. Ciao. Hallo und willkommen zu einer Folge Let's Play Minecraft Adventure Map. Natürlich wieder mit dem Pete und unserem Molucken. Hallo. Da sagt er gar nichts zu. Und dann falle ich direkt in die Lava rein. Nein. Wir gucken gerade übrigens Kollegen hier zu. Oh, bin ich etwa noch im Game-Mode? Ja, oh, ich bin tatsächlich noch im Game-Mode. Oh mein Gott, Harry. Ab zurück mit dir. Die seilen sich jetzt wieder ab hier auf meinem Balkon. Okay, die sind wieder weg. Konnten wir oh nein! Gucken. Wie heißt noch? Ah, Mann! Ich kenne den Befehl nicht. Nicht sterben. Nein! Okay, sterben. Boah, Lava ist doch behindert. Behindert? Boah, ihr seid aber auch echt inkompetent, ohne Scheiß. Du bist in den ersten Scheiß reingefallen, ey. Ja, dann gehen wir weiter. Geh mal weiter. Ja, ich bin schon durch hier, voll Pfosten. Bist du gar nicht. Da kommt noch Lava. Wieso leckt das denn bei mir so? Peter, bist du am Hochladen oder so? Negativ, vielleicht bist du am Hochladen oder so? Bin ich am Hochladen oder so? Da gucken, ob ich am Hochladen so, bin oder so. So, jetzt bin ich durch. Ihr seid einfach scheiße, seid ihr, das ist alles. So, Challenge 27. Ja, ich bin Christian, ich bin am Hochladen oder so. Ja, und du bist du nicht auch bei Dropbox am Hochladen oder so? Ja, Moment. Aber das ist auch wichtig. Peter, was hast du jetzt gesagt? Ich darf nicht ankündigen, dass am Wochenende Season 7 kommt. Das stimmt nicht, Leute. Hört nicht auf den. Das war letztes Mal auch schon so. Da hat einer von uns das spaßeshalber gesagt. Und die da haben, das haben voll das viele alle geglaubt. Die waren sogar enttäuscht. Warum kommt die Season 7 heute nicht? Ja, so kann man seine Zuschauer natürlich auch vergrauen. Ja, ich find's aber witzig. Vor allen Dingen, weil es wirklich. Ich hab's aber wirklich so witzig, gesagt, dass. Mich hassen. Nein, aber ich hab's wirklich so gesagt, dass man es wirklich verstehen kann, dass es Ironie war. Manche Leute sind, glaube ich, resistent gegen Ironie. Die verstehen das einfach nicht. Ja, das kann natürlich sein. Oder halt also Leute, am Wochenende ist Season 7, so hört nicht auf Peter. Ja. Okay, Bram ist auch da, weiter geht's. So, Bram, warst du jetzt schon bei der ersten Challenge in dieser Aufnahme schon mal letzter, das finde ich gut. Ja, dann musst du auch zwischendurch, glaube ich, irgendwo hingehen. Ja, ja. Ja, ich müsste gerade kurz Netlimit-Hand machen. Oder ja, so. Das wäre trotzdem letzter gewesen. Ach Quatsch, sicherlich wäre ich letzter gewesen. Oder sieht man voll schlecht, wo man hier hinspringen muss. Jeder, oder? Ja, hab ich genutzt worden. Oh, ist da, fuck, oh, ist da ist ja wieder was über uns. Ja, das habe ich sogar gewusst. LOL, jetzt springe ich drüber. Hammer. Ich bin da ist der Auto drüber gesprungen? Ja, ne? Ja. Das ist, so, alles klar. Oh. Nicht natzen lassen von dem Ding da oben. Erstmal Anlauf nehmen und weg die Sau. Toll, jetzt. Achso, da war eine Leiter oder sowas, ne? Aua! Was soll ich das denn? Ich hab nicht geschlagen, fick dich! Du warst da. Leiter, du kannst doch hier hinspringen. Ja, aber man kann doch auch. Nein! Nein! Lol. So, oh mein Gott, ich lasse da aus. Wieder erster, boah. Heute ist gut. Ja, kamen auch schon voll die Premium-Challenges, wa? Ja, ist mir doch egal. Aber wieso stellst du denn die Zeit auch immer um wieder? Was? Was, sind wir jetzt alle wieder zu faul oder was? Ja, einer hat der hat doch gerade schon eingegeben. Du brauchst doch nur die Pfeiltaste zu drücken. Du brauchst doch nur die Pfeiltaste zu drücken. Die Pfeiltaste! jetzt da oben oder was? Nein, au! Ich hab dich nicht geschlagen, Peter. Mhm, ich guck dir genau in die Augen. Wieso gehe ich denn von dir weg? Ich mach nichts. Ich habe keine Ahnung, ich stehe hier nur. Ich werde voll von dir weggeschubst, das ist so crazy. Voll geil. Ah, Astner, weiter geht's, oder? Ah, super, jetzt sehe ich nichts. Siege, Junge. Boah, wieso kürzt ihr denn nicht ab? Man kann doch auch durch die Lava springen. Alter. Nein! Nein! LOL! Rette dich! Boah. Aua. 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 Du bist so ein behindertes Stück Code, Aua. Wa? Ja. Ich bin Dennis Hartwig. Yo! Ja, komm, Peter, deine Mutter. Leute, ich bin vorher draufgegangen, ey.
Nein! Oh, ich lebe noch. Komm, du Wichser, willst du jetzt nicht echt hier hinspringen, nur um mich zu natzen? Peter ist, yep. Nein! Du Hure! Genau da hast du mich übrigens Rauch untergehauen, du Bastard. Rauch? Geraucht, ja. Nein, sterb ich hier, scheiße. Nein. Ja, und jetzt? Muss ich jetzt da durch die Lava durch? Echt jetzt? Nee, warte, was stehst du da rum wie so ein Spacko? Ich musste meinen Glimmstängel noch aus. Nein! Boah, Alter. Oh, geil, ey. Gleich wird Hadi anfangen zu weinen. Noch weine ich aber nicht. Nee, noch nicht. Wenn gleich die Leitern kommen, dann wirst du weinen. Nach oh! Ich möchte nicht die ganze Zeit in Lava schwimmen hier. Hadi, guck die Leiter mal an. Da wirst du gleich richtig geil bei cryen. Oh, nee, nicht schon wieder die Scheiße. Fängt jetzt schon an zu cryen. Cry, baby, der wird cry. Richtig, ohne Spaß, der will richtig abgehen. Das Geile ist, dass ich das drück beim ersten Mal geschafft habe, ohne Probleme, weil das voll simpel ist. Aber du hast trotzdem verkackt. Ja, danach musst du durch Lava durchspringen. Oh, okay, das ist natürlich nicht so cool. Adi, jetzt hier nicht, ne? Mach mal Vertrag. Okay. Ja. Dennis, du auch? Ja. Okay. Ja, komm, Peter. Gummi. Ja, du hast doch jetzt freie Sicht. LOL. Wieso sprintet der denn nicht? Ah! Ich lebe noch. LOL. Jetzt bin ich tot. Hammer. Ich lebe noch. Du, 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 du. Nein! Miau, oh, miau. LOL. Miau. Oh. Mama, deine Mutter. Oh, Mann! Ach, geht doch. Ist doch gay. Hallo, ich bin ja gar nicht richtig. LOL. Moment, ich falle live, aber irgendwie kann ich nochmal springen. Okay, kann ich doch nicht. Ich hatte nur Luck. Nein, ach komm schon! Ach, wie gemein. Bin ich da nicht die komische Leiter hochgekommen? Komische Leiter? Boah, jetzt mach mal. Komische Leiter! Hadi, mach das jetzt! Boah, nee. Hadi, mach die Fliegenpimmelsuppe! Fliegenpimmelsuppe hat viele Vitamine und gibt's nur in Ostasien zu kaufen. Miau, Schmackofatz. Oh. Nein! Ich war schon da drauf! Kaufen Sie jetzt Fliegelpimmelsuppe und Sie bekommen zwei Schüsseln zum Preis von einer. Ach, mal hell. Was ist denn los? Ey, wieso schaffe ich das denn jetzt nicht? Immer noch bin ich da voll der Pro im Leitern laufen. Alter, ohne Spaß, ey, jedes Mal dieses Scheißfeuer am Anfang ist da zum Kotzen. Ja, ne, ich krieg den ersten Sprung krieg ich nicht hin. Das ist doch einfach scheiße. Aua. Oh, geil, ey. Lol, du stehst bei mir in der Wand drin. What the fuck? Ne, ich bin hart am Burn einfach. LOL! Ja. Boah, das hat auch so lange dauern muss mit dem Brennen hier. Moah, ist doch zum Röpsen von Kotze, ey. Mr. Röpsen vom Kotzen. So, jetzt hier. Ich mach das nicht. So, ich finde das nicht in Ordnung, Dennis Hartwig. So, warum tust so, du das? So. Boah, Alter. Drückst du eigentlich immer auch Leertaste, wenn du die Leitern wechselst? Noch? Ja. Hm. Leute, Peter hat es geschafft, durch den Wasserfall durchzukommen. Ja, Lavafall, meinst du? Ja. In der Tat. What the fuck? Wieso bin ich jetzt einfach gestorben? Oha, die Peter macht das jetzt schon wieder. Ich hab keine Ahnung. Oh Gottchen, was ist das denn hier? Du lebst ja noch, ist alles cool. So. Yes! Lol, hier sind keine Betten. Wie behindert ist das denn? Ja, egal, ich komm trotzdem runter. Nein! Aber hier kann man nicht sterben bei der Challenge, bei der nächsten. Außerdem steht da eine neue Challenge, deswegen. So, Bram sieht gut aus. Bram ist weit gekommen. Ja, genau so sieht das nämlich aus. Und jetzt durch. Bist du da drum gesprungen oder einfach da drin? Ja, ich bin da drum gesprungen, ganz normal. Versuch da hinten noch zu kommen, okay, nicht. So, wo ist Hadi? Wahrscheinlich kann man einfach ganz gemütlich durchlaufen und dann irgendwas passiert. Könnte sein, weiß ich nicht. Ich bin halt echt einfach normal drum gesprungen. Lol. Oh, Hadi hat den ersten Sprung ohne Feuer geschafft. Scheinbar. Fire. Was ist denn das nochmal? Ja, Team Fortress. Echt? Ist das nicht The Prodigy gewesen? Nein, Mann, bei Team Fortress, wenn du den Scout mit dem Pyro anzündest, dann rennt er doch so rum. Fire! Boah, gerade habe ich das geschafft mit den Leitern, weil jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ja, weißt du, wo das liegt?
Weil ich scheiße bin, ja, ja, bla, bla. Nee, wollte ich gar nicht sagen. An den komischen Minecraft-Steuerungen, die Notch hier eingestellt hat. Da kannst du gar nichts für, Hardy. Da kannst du noch so gut sein. Alter, what the fuck? Das ist voll der Skill-Raum. Hier ist der erste Raum in der ganzen Challenge, wo Skill so richtig wichtig ist. Echt mal? Das hier ist der erste Raum in der kompletten Challenge 28? Wo ist der geil? Ja. Ich kacke Korinthen, ich bin Dennis. Nee. Ich kacke keine Korinthen, warum soll ich das machen? Hammer eklig. Wenn du ein Korinthenkacker bist. Ja, so, du machst halt das jetzt aber. Was war das denn jetzt? Du warst doch drauf quasi. Oder nicht? Ich war Alter, das darf einfach nicht wahr sein. Willst du jetzt nicht durchrennen probieren? Du, wo gehst du hin? Du bist voll weit nach oben gegangen. Ich glaube, springen ist schon too much. Ja, wahrscheinlich. Ah, kann echt nicht wahr sein, Hardy. Was ist denn los? Warum ist denn unsere Inkompetenz so mega dick, ey? Mega dick, Mama. Komm schon, Hardy. Ja, Hardy, ja, macht ich das kann jetzt. Das nicht. Ich habe das noch nie gekonnt. Das ist einfach. Ja, dass du das nicht kannst. Das für mich, ist, für mich ist das nicht machbar. Es ist einfach nicht machbar. Es ist voll simpel. Naja. Da brauchst du nicht mal Skill für. Das kannst du jedem Affen beibringen. Boah, Peter, Black Ops, hier, die von Black Ops hier, Dingens, Black Ops 2 haben mittlerweile jetzt ein neues DLC, eine neue DLC rausgebracht, wo man sich Waffenskins kaufen kann für 2 Euro das Stück. Ja, geht doch jetzt auch am PC, wir hatten da schon mal bei Hard Reset drüber berichtet. Ach so, ja, gibt ja jetzt diese Bacon-Tarnung da und so ein Kram, ne? Aber Bacon-Tarnung? Ja, es gibt tatsächlich die Bacon-Tarnung. Oh, geil. Hast du gekauft? Musst du direkt mal an das geile, an den geilen Bacon ja, denken. Alter, ich gebe doch nicht 2 Euro für so eine schwule Waffentarnung aus. Aber das Bacon. Ja, ich habe eigentlich, ich hab sogar schon den Mauszeiger auf dem Kaufen-Button gehabt, aber da habe ich mir. Ich gebe doch keine 2 Euro. Da habe ich mir überlegt, Alter, 2 Euro. Nee, ich wusste, dass du zumindest drüber nachdenkst, wenn es Bacon ist. Ja, ja, aber 2 Euro ist echt unverschämt. Für 99 Cent hätte ich jetzt getan. Willst du mehr Erfahrung haben? Ja, bitte. Aber ich hab schon auf den Servern einige gesehen, die sich welche von den neuen Tarnungen gekauft haben. Ja, da darf nicht wahr sein, ey. 2 Euro ist echt krass teuer. Wieso hab ich denn jetzt zweimal vergessen, richtig zu gucken? Ja, das heißt, das hat sich für Activision doch schon wieder gelohnt. Ich ja, klar, schon. Inklusive des DLCs hat sich irgendwie 10 Millionen Mal verkauft oder so. Boah, warte, komm denn jetzt, lass mich doch... Ja, bitte. Ja, ich bin schon auf der Leiter drauf, ich hab nicht gesehen, dass du da bist. Ich kann's einfach nicht, ganz ehrlich, ey. Da kommt der Frust durch. Ja, das ist doch schon scheiße, wie hier, ey. Nein, nein, nein. Ja, und da macht der Bram einen Abgang. Ja, wie gesagt, 80%ige Erfolgswahrscheinlichkeit mit der Technik. Ja, also wirklich, 100% ist das echt nicht mit dem Leertaste-Ding, ey. Nee, du guckst, weißt du, du guckst, hängst dann ja dran, guckst die ganze Zeit nach oben, fällst wieder nach unten, und nach oben, unten ganz so schnell, weißt du, was ich meine? Ja. Weißt du, was ich meine? Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ja, das ist ein bisschen tricky, da weiß ich auch nicht so genau, wann ich denn jetzt genau rübergehen muss. Aber das ist schon eine Technik, die eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit hat, ja, zu schaffen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sie denn kann. Ja, eben. Eben! Ach komm schon, was ist denn jetzt los, ey? Die Mathematik ist gegen dich, Dennis. Ja, echt mal. Vor allem, ich schaffte. Ja, okay. Jetzt hab ich natürlich gesagt, ich wollte gerade sagen, ich habe die letzten 2 Mal tatsächlich geschafft, auch aus der Tür rauszukommen, ohne zu brennen. Da schon wieder. Nice. Ja, da macht das Ganze. Irgendwie habe ich Gefühl, seit diesem neuesten Patch kriegt man nicht so schnell eine Gewichte über dem Lava, oder? Weil, ich weiß nicht, wenn du einmal. Wir haben doch nicht mehr gepatcht. Ja, aber haben wir denn seit dem Redstone-Update nochmal Lava gehabt? Weil normalerweise kriegst du doch ständig Damage bei jedem Fucksprung. Redstone-Update haben wir ja nicht mal drauf. Eben. Ja, stimmt. Okay, dann ist in dem Raum hier irgendwas anders, weil ich finde, wenn du den ersten Sprung gemacht hast, kannst du nachher eigentlich durchspringen, ohne dass du die Gefahr hast, irgendwie von Lava angesteckt zu werden. Ja, das stimmt. Von den einzelnen Sprüngen hin und her, das ging eigentlich mit dem einen gewischt kriegen, so beim Abspringen oder über der Lava oder so, das ist ja immer mal wieder passiert. Aber jetzt, wo du das sagst. Jetzt, wo du es sagst, Mama. So, komm hier. Ja, geht doch. Das so, Fläschchen, Baby. So. Auch noch. Ah, geht doch. Nein! Aua! Ja, komm.
Nein! Oh, Bramen!